Eine ungarische Gräfin, die hunderte von jungen Frauen grausam zu Tode quälte. Einige Quellen geben Zahlen von über 600 Opfern an und angeblich soll sie die Mädchen mit kochendem Wasser verbrannt haben oder sie zuerst einfach ausbluten lassen, um dann in ihrem Blut zu baden. Sogar im Guinness-Buch der Rekorde wird sie als die Frau mit den meisten Morden aufgeführt. Im August 1560 kam in der Stadt Nyírbátor im Osten des ungarischen Königreiches ein kleines Mädchen auf die Welt. Ihr Name war Elizabeth Báthory. Ihre Eltern waren blutsverwandt und die Geschichte ihrer Vorfahren reichte hunderte von Jahren zurück. Die Báthorys waren im 16. und 17. Jahrhundert sehr finanzkräftig und äußerst bekannt in Ungarn und Polen. Sie waren so reich, dass sie sogar Geld an andere einflussreiche Familien verliehen, wie zum Beispiel an die Habsburger. Elisabeth verbrachte ihre Kindheit im Schloss ihrer Eltern. Sie wurde protestantisch erzogen und bekam auch eine gute Ausbildung, wie es damals für eine junge Dame aus einer einflussreichen Familie üblich war. Außerdem sprach sie gleich mehrere Sprachen, wie Latein, Deutsch, Ungarisch und Griechisch. Immer wieder wurde sie auch Zeugin von mittelalterlichen blutigen Bestrafungen und Gewalttaten. Auspeitschungen der unteren Schichten oder übertriebene Bestrafungen bei kleinsten Straftaten waren in ganz Europa alltäglich. Nachdem Elisabeth mit 11 Jahren verlobt wurde, heiratete sie mit 15 Jahren den Grafen Franz Nadasti. Der Graf war für seine furchtlose Tapferkeit und auch seine Gräueltaten gegen die osmanischen Gefangenen bekannt. Er kämpfte im Osmanisch-Habsburgischen Krieg und eroberte viele strategisch wichtige Festungen zurück. Doch er war sehr grausam und schändete die Leichen der Kriegsgefangenen, nachdem sie unter seinen schrecklichen Foltermethoden starben. Es wurde sogar berichtet, dass der Graf seiner Ehefrau Elisabeth einige der unmenschlichen Foltermethoden selbst beigebracht hat. Elisabeth bekam als Hochzeitsgeschenk die Burg Schechtitz, wo die beiden nach der Hochzeit einzogen. Sie sorgten für viel Nachwuchs, doch die meisten von ihnen starben noch im Kindesalter. Da der Vater Franz Nadasti die meiste Zeit als Offizier der ungarischen Armee im Krieg gegen die Osmanen diente, war Elisabeth für die ordnungsgemäße Verwaltung der Besitztümer verantwortlich. Als ihr Mann für viele Jahre nicht zurückkam, behielt Elisabeth die volle Kontrolle über all seine Geschäftsangelegenheiten und war auch sehr erfolgreich darin. Doch die Grausamkeit der Gräfin begann erst nach dem Tod ihres Gatten. Elisabeth stellte ständig neue Dienstmägde ein, die sie aus den verschiedensten Dörfern aus den ärmsten Verhältnissen holte. All die jungen Mädchen kamen natürlich mit einer großen Vorfreude in die große Burg, da sie nun einer Adelsfamilie dienen dürften. Doch es dauerte nicht lange, bis sie enttäuscht wurden. Bei jeglichen Anzeichen von Faulheit oder Unfähigkeit antwortete Elisabeth mit extremer Gewalt. Mal schlug sie eine Dienerin, weil sie unabsichtlich an ihren Haaren ankam und daran zog. Ein anderes Mal soll sie den Körper eines Mädchens mit Honig eingeschmiert haben, um sie dann den Bienen vorzuwerfen. Elisabeth genoss es, in die Zehen ihrer Dienstmägde glühende Nadeln zu stecken oder ein geöltes Papier zwischen die Zehen zu kleben, um es dann anzuzünden. Mit einer großen Klaue, die ihr Mann aus dem Krieg mitgebracht hatte, zog sie auch die Haut ihrer Opfer ab. Nach einem Vorfall brach sie einmal sogar den Arm einer Dienerin. Es fanden Auspeitschungen statt, bis die Körper der Opfer anschwollen oder das Blut aus allen Wunden spritzte. Oft ließ sie die Kinder auch ausziehen, um dann mit kaltem Wasser die nackten Körper der Mägde nass zu machen und bis zum Erfrieren zu foltern. Es ist natürlich sehr schwer zu verstehen, wie eine Frau zu solchen teuflischen Taten fähig sein kann. Jedoch soll eine besondere Frau namens Anna Davulia die Gräfin sehr inspiriert haben. Anna wurde zu einer der engsten Dienerinnen Elisabeths und mit ihren Ideen wurden die Morde und Foltermethoden noch bestialischer. Bei den Aussagen hinterher erzählten die Hausmägde, dass die Gräfin viel, viel grausamer wurde, nachdem Davulia auftauchte. Die Leichen wurden am Anfang im Keller verwahrt, doch als es dann zu viele wurden, verscharrte man sie an verschiedenen Orten außerhalb der Burg.
Die rätselhaften blutleeren Leichen, die plötzlich in der Gegend auftauchten, führten zu dem Gerücht, dass ein Vampir sein Unwesen trieb. Doch mit jedem Mädchen, das entweder seltsame Verletzungen aufwies oder plötzlich unauffindbar wurde, weil sie gestorben war, schöpfte die umliegende Bevölkerung den Verdacht, dass etwas nicht ganz stimmte. Geschichten über Misshandlungen begannen sich mit der Zeit auszubreiten. Da Elisabeth zu einem der angesehensten Familien Ungarns angehörte, traute sich niemand, sie zu beschuldigen. Des Weiteren stand sie auch unter dem Schutz von Georg Turzo, einer der mächtigsten Adligen in Ungarn. Kurz vor dem Tod ihres Gatten hatte Franz Nadasti Georg Turzo darum gebeten, auf seine Witwe und sein Erbe zu achten. Elisabeth Báthorys Untergang begann, als die Gerüchte um ihre Grausamkeit auch in adligen Kreisen weiter verbreitet wurden. Die erste offizielle Untersuchung wurde 1610 von König Matthias eingeleitet, der Georg Turzo beauftragte. Es wurden hunderte von Zeugenaussagen gesammelt und an Turzo weitergeleitet. Ende Dezember 1610 schickte Turzo eine Einheit, um Elisabeth in ihrer eigenen Burg mitsamt 5 ihrer Dienerinnen zu verhaften. Sie wurden beschuldigt, zwischen 1590 und 1610 Dienstmägde mehrfach gefoltert und ermordet zu haben. Es wurde berichtet, dass es insgesamt 650 Opfer gab, doch diese Statistik stammte allein aus den Aussagen der Dienerin namens Susanna, die es angeblich aus dem privaten Tagebuch von Elisabeth kannte. Doch während des Prozesses sprach man von etwa 60 Opfern, jedoch stammte der Großteil der Beweise vom Hörensagen. Obwohl König Matthias die Hinrichtung verlangte, wurde Elisabeth Báthory bis zum Ende ihres Lebens in ihrer eigenen Burg eingesperrt, dank dem Beistand von Georg Turzo während der Verurteilung. Bis heute kann niemand direkt behaupten, dass sich die Geschichten über Elisabeth Báthory wirklich so ereignet haben, weil es schwer ist, konkrete Beweise für die Anschuldigungen, welche hinter geschlossenen Türen stattfanden, zu finden. Andererseits gibt es auch Indizien, die Elisabeth als ein Opfer bezeichnen und auf ein riesiges Komplott andeuten, denn sie besaß viel Macht und Geld und vor allem reihenweise Ländereien in heiß umkämpften Gebieten. Somit stellte sie ein sehr lukratives Ziel dar. Des Weiteren war Elisabeth angeblich auch öfters zu Besuch bei König Matthias, um ihre Schulden einzufordern, die ihr Ehemann vor etlichen Jahren geliehen hatte. Nach ihrer Verhaftung wurden die Schulden einfach gelöscht. Ihr könnt euch für die unfassbaren Geschichten begeistern? Dann denkt daran, unfassbare Geschichten zu abonnieren und zeigt uns mit einem Daumen nach oben, dass wir euch mit den Inhalten unserer Beiträge